Ja, also wir haben jetzt hier erstmal nach der linken Granate oder sowas gefunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt was bringt. Ein Upgrade meine ich, keine Granate. Ein Upgrade. Ich glaube aber nicht, dass uns das hier rausbringt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Borderlands 3. So, wir müssen uns in dieser Folge zum Tatort begeben. Gucken, was uns da erwartet. Ich hoffe mal, dass jetzt hier keine Gegner kommen. Oh, da war Munition, was wir mitnehmen. Ansonsten geraten wir nachher wieder in Schwierigkeiten. Wäre natürlich nicht so gut. So. Hallo. Unser Hund pinkelt wieder überall hin. Der fühlt sich überall wie zu Hause. Was ist das denn? Lol. Ich dachte, das fliegt jetzt weg. Ach, das sind wieder Waffen. Na, sag mal. Wir nehmen mal die hier mal. Ach, Inventar voll. Gut, nehmen wir die nicht mit. Wir müssen auch mal wieder ein paar Sachen verkaufen, damit wir wieder ein bisschen Geld haben. Huch. Hier. Hey, da war. Was ist das denn? Das ist so Klassenmod. Das würde ich gerne mitnehmen. Apropos, haben wir eigentlich Skillpunkte? Nee. Irgendwas, was wir wegwerfen können hier. Wir werfen mal das hier weg. Und nehmen das mit. Gut. Ich glaube, wir müssen hier gleich wieder kämpfen, wie es aussieht. Hier ist schon wieder so viel Munition. Oh. Ey, sag mal. Die Schrift immer so klein ist hier. Wenn nicht so klein. Dass es immer so nah rangezoomt ist. Boah, echt jetzt. Werfen wir denn mal die Granate hier weg. Die würde ich echt gerne mitnehmen. Alter, wie viele Waffen sind denn hier? Oha. Ey, zack, der Hund schiebt mich. Ne, die würde ich alle gerne behalten. Werfen wir mal die weg. Und nehmen dafür die hier mit. So. Ach, Checkpoint. Ach so, hier geht's wieder in eine andere Welt. Okay, interessant. Okay, ich versuche jetzt mal nicht alle Dinger zu looten, ne? Das dauert zu lange. Aber das würde zumindest unsere Munition wieder voll haben. So gut wie. Ne, wir müssen. Können wir hier durch? Ne, hä? Okay. Wie kommen wir denn hier raus? Nicht dumm. Wie kommen wir denn hier raus? Hier können wir auch nichts machen? Oder gibt es hier Du hast eine Kiste gefunden.
Gibt es hier einen Schalter? Das Ding hier? Nee. Ach, hier können wir uns bestimmt ein Auto spawnen, oder? Irgendwie? Ja. Wie kommen wir jetzt hier raus? Irgendwie checke ich das nicht ganz. Hä? Ich guck mal kurz auf die Karte, ob es da einen Weg drin gibt. Ah. Alles klar, wir müssen komplett rumlaufen. Gut. Ja. Hier ist ein Schalter. Ne, ist kein Schalter. Wie kommen wir denn hier raus? Verarschen? Ich weiß nicht ganz, wie wir hier rauskommen sollen. Aber ich dachte gerade, ich will durch. Hä? Okay, ich guck mal, wie wir rauskommen, dann sehen wir uns wieder. Ja, also wir haben jetzt hier erstmal nach der linken Granate oder sowas gefunden. Ich weiß nicht, ob es jetzt was bringt. Ein Upgrade meine ich, keine Granate. Ein Upgrade. Ich glaube aber nicht, dass uns das hier rausbringt. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ich es gefunden habe. Gut, da haben wir ihn gefunden. Ja, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er da steht. Und der hat eine Waffe für uns. Hä? Sollen wir die jetzt nehmen? Oh, ich habe doch keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, was werfen wir jetzt dafür weg? Ich hau einfach mal das weg. Ich weiß nicht genau, was das machen soll. Und nehme die. Jetzt gebe ich ihm das. Danke. Schau mal kein Ding. Monomolekularklinge. Alter. Ein echt cooles Schwert. Hey, Reese, bester ich will das haben. Beklaut mich. Was ist los? Taugt Atlas nichts mehr? Mein Angebot steht noch. Es ist noch nicht zu spät, um für Mali One zu arbeiten. Und du musst der Kammerjäger sein, vor dem Tyree mich gewarnt hat. Ich habe für dich keine Zeit. Da lasse ich lieber meine überlegenen Streitkräfte sprechen. Katagawa ist der Hauptfusionsleiter. Jetzt bei Mali One. Der Typ ist ein Arsch. Und voll besessen von Reese. Ganz schön unheimlich. Das Upgrade lässt mich Mali One Schilde schneiden. Tritt zurück und schau. Das ist also ein Mali One Schild. Mal gucken. Ich habe noch nie ein Gigahirn gejagt. Ich freue mich schon, es sterben zu sehen. Mali One KI. Sie hält die Geheimnisse. Ein echt geiles Ziel. Du meinst, wir spalten den Schädel von Mali One und ziehen uns die Geheimnisse raus? Das ist ja der Plan. Treffpunkt Halcyon Raumhafen. Und die Jagd beginnt.
Gut. Oh, echt jetzt? Oh. Und es geht schon wieder los. Alter Heilige. Übertreib doch mal nicht. Alter Schwede. Gut. Hier war noch der Typ, genau. Alter. Alter, der hat auf meinen Hund geschossen. So ein Assi. Boah, Alter, hallo. Boah. Alter Schwede. Hä? Was? Geht weiter. Oha. Nur nicht für dich. Hui. Das war knapp. Das wird keine feindliche Übernahme bleiben. Atlas und Maliwan befinden sich in Verhandlungen. Reese kapiert es. Au. Ich sehe nichts. Hallo. Riesengroße, glückliche Familie sein. Du bist nur ein kleiner Fischkammerjäger. Meiner Zeit nicht durch. Hä? Ist der Buggy? Ändern, wenn du Hand an das Gigahirn legst. Wenn du unter den Füßen von Giganten spielst, wirst du zerquetscht. Kann ich das hier einfach übernehmen? Steht das Fahrzeug. Ha, geil. Ich treffe ihn nicht. Da hinten war doch so eine Autostation, oder? Dass ich da eventuell das Auto denn für mich habe. Irgendwie einscannen konnte man die doch. Ja, tatsächlich. Geil. Neue Teile. Geil. Bloß, wo kriege ich jetzt... Ach da, was ist das? Ich wollte gerade sagen, wo kriege ich jetzt das Auto her? Oh. Die Lenkung ist wieder richtig geil. Hätte ich das mal gleich genommen, wäre bestimmt einfacher gewesen. Naja, was soll's. Ach so, wir müssen hier. Können wir nochmal aussteigen? Ach so, Kreis. Wir haben nämlich keine Munition mehr für diese Waffe. Wieder mal. Oh, geil. Ach so, es ist Gesundheit. Dingsens. Können wir auch. Verkaufen. Wir bieten jetzt auch den Einklick-Einkauf an. Mach deine Waffe Klick. Was macht deine Waffe Klick? Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge am meridianischen Stadtrand. Bis dahin. Ciao, ciao.